Ja, moin moin, hier bei KCR, ich meine Survival Willi. Nochmal ein kleiner Reminder, warum seht ihr jetzt hier mein unordentliches Bett? Ja, das ist mir gerade so eingefallen, denn das will ich noch beziehen gleich. Und da wollte ich euch nur nochmal dran erinnern, ein nächster kleiner Survival Willi Reminder. Ich rede jetzt wahrscheinlich wieder viel mehr, als ich euch an sinnvollen Infos gebe. Habt ihr alles da? Auch sowas hier, Bettbezüge, Katzi, vielleicht hier nochmal so ein extra Kissen. Oder aber auch hier meine Kunstfell-Imitatdecke, diese Wolfsdecke, die ist so schön warm, obwohl es halt kein echtes Fell ist. Wie gesagt, kontrolliert auch nochmal eure Decken, kontrolliert Bezüge, ja, hier. So ein Matratzenbezug oder auch alles Dinge, die im Falle einer Knappheit wirklich knapp werden können. Handtücher und all solche Dinge. Ich werde dann nochmal ganz kurz checken gehen, ob man noch mehr braucht. Aber wie gesagt, denkt mal drüber nach, Leute. Alles Dinge, die in der Versorgungsknappheit zum Beispiel, muss ja keine Lebensmittelknappheit sein, aber ja, wenn der Chinese mal durchdreht, wo fast alles, was wir produzieren, herkommt, dann kann das schon toll sein, wenn ihr einfach mal nichts braucht, weil ihr alles habt. Handtücher und Bezüge und was weiß ich, frische Unterwäsche. Dann habt ihr genügend Klamotten im Haus. Auch mal auf Vorrat ein paar Socken oder Unterhosen und so, damit ihr eben nicht nachher verzweifelt in die Geschäfte rennt und oh, es kommt keine neue Ware. Ne? Denkt mal drüber nach. Ja, Katzi und ich haben es uns nochmal gemütlich gemacht auf dem Bett, weil ich wollte nochmal ein bisschen weitergehen. Ist ja, weil der kleine Reminder jetzt hier, was ja Decken zum Beispiel angeht, Wärmeschutz, Bezüge, Textilien, da gibt es ja noch so vieles mehr, an das ihr denken könnt. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden, auch kleidungstechnisch. Habt ihr genug T-Shirts? Weil ich zum Beispiel habe ja damals bei Amazon diese bedruckten T-Shirts, kennt ihr ja alle von mir. Diese Bio-Baumwolle ist das, glaube ich. Ich meine, die sind nach 10, 20 Mal waschen, bilden sich da wahrscheinlich Löcher. Ja, oder 30 Mal waschen oder so. Also, wie gesagt, kauft euch vernünftige, robuste Klamotten. Ja. Habt ihr zum Beispiel auch genügend Hosen? Ich habe mir jetzt neue Hosen gekauft, weil ich habe ja 40 Kilo abgenommen. Da musste ich mir erstmal zwei neue Jeans kaufen und auch andere Klamotten, weil ich da so rausgewachsen bin. Echt ohne Gürtel konnte ich die nachher nicht mehr tragen. Aber auch so habt ihr genug. Jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir gerade Sommer, Sommerende. Ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet, weil ich echt viel vorgearbeitet habe. Wie gesagt, habt ihr da genügend im Haus, dass ihr sagen könnt, ja, zum Beispiel Winterparker oder eine Winterjacke, die kriegt ihr jetzt günstiger als nachher im Winter. Denkt mal drüber nach. Kauft sowas lieber jetzt, wenn ihr Geld gerade beiseite habt, überhaupt. Ja, oder mal eine Mütze, neue Handschuhe und sowas. Dass ihr sowas jetzt alles holt, weil noch ist es günstig. Im Winter sitzen die da wieder ein Zehner oder ein Zwanni drauf. Ach ja, jetzt brauchen die Leute das ja. Genauso wie auch ja, andere Dinge, die ihr braucht. Servietten oder. Ja, all diese anderen Produkte, wo man sagen kann, denkt man ja so gar nicht dran. Ja, Küchenrolle zum Beispiel. Plötzlich kommt so der Satz aus der Familie: Ja, du Küchenrolle könntest mal wieder mitbringen, der Vorrat ist leer. Da habe ich auch nicht schlecht geguckt. Bin ich erstmal im Vorratsraum, da waren alle Küchenrollen weg. Weil sowas wird halt lautlos verbraucht. Ich gucke nicht immer rein. Da habe ich dann echt mal lange nicht geguckt, weil ich mir so dachte: Ach, die sagen schon Bescheid, wenn es weg ist. Ja, aber auch alles andere. Wie gesagt, Schuhe. Habt ihr vernünftige Schuhwerk? Habt ihr Ersatzschuhe? Ein Ersatzpaar sollte man haben. Oder einfach mal einen neuen Schal. Wie gesagt, Kleidung ist echt super wichtig. Auch so Bettzeug, Decken. Eure Schlafsäcke, holt die mal einfach raus, lüftet die mal durch, checkt sie, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht nochmal neue Kissen kaufen. Ihr kennt ja mein Kissenvideo noch. Super geil, die Dinger übrigens heute noch. Ja, oder auch andere Ausrüstungsgegenstände. Ist alles heile, ist alles gut in Schuss, ne? Prüft eure Ausrüstung, Leute. Noch haben wir die Chance. Ich hoffe, dass das Video zu einer Zeit rauskommt, wo wir die Chance noch haben. Ja. Wenn es da rauskommt, ne? Im Blackout ist YouTube ja auch offline. Nein, wollen wir nicht hoffen, aber wie gesagt, Leute, denkt mal drüber nach. Katzi ist auch voll begeistert davon. Yay! Für den Gray noch mal ein bisschen Katzi. Aber. Wie gesagt, lieber haben als brauchen. Wenn nachher wirklich mal die Versorgung zusammenbricht und da kommt nichts, ne, dann hängst du da nachher, willst irgendwie einen neuen Bettbezug bestellen, hier Matratzenbezug oder so, und dann steht da nachher, oh, Lieferbeutel alle 6 bis 8 Wochen oder so. Habt ihr da Bock drauf? Nein. Und dann ist es auch wieder doppelt so teuer. Deshalb, Leute, sage ich euch, habt jetzt alles im Haus. Habe ich auch. Ja, ich kann mich entspannt zurücklehnen. Ich bin immer in der Sparphase, weil ich habe jetzt so ziemlich alles, was ich brauche. Die großen, teuren Anschaffungen spare ich mir jetzt ganz easy zusammen. Die bräuchte ich aber theoretisch auch nicht. Wie jetzt eine größere Powerstation und so. Das ist alles mehr so Luxus und, ne, um es noch entspannter zu machen. Aber wie gesagt,
Katzi und ich sagen, seid vorbereitet, bleibt vorbereitet und over and out.